Hallo und willkommen zum nächsten Mal-Tutorial vom Chef Oberboss. Und heute habe ich von Masterrain ein Geländestück auf dem Tisch liegen, und zwar einen Zaun. Den kann man zum Beispiel einsetzen für Warhammer Fantasy oder andere Fantasy-Tabletop-Spiele. Zum Beispiel auf Freebooters Fate, da wird es auch ziemlich gut dazu passen, oder sonstigen. Von Masterrain habe ich ja schon mal was angemalt, darum brauche ich jetzt zu Masterrain selbst nicht mehr viel zu sagen. Damals waren das die Panzersperren, die ich für Warhammer 40k oder jedes andere Zukunfts-Tabletop-Spiel angemalt habe. Und der Vorteil ist ja von diesen Geländestücken, dass man direkt auf das unbehandelte Geländestück einfach drauf malen kann, ohne die zu grundieren. Und das trocknet sehr schnell, weil das Material sehr saugfähig ist. Und darum sollte man auch relativ mit verdünnter Farbe hier drüber streichen. Ansonsten verbraucht man zu viel. Was zum Beispiel nicht geht, ist direkt mit Nullen Oil, also mit einem Wash oder Acrax Earthshade oder sonstigen Washs, direkt jetzt hier drauf zu malen. Weil das Wash wird einfach eingesogen und hat überhaupt keine Chance, da irgendwas zu waschen oder sonst irgendwas. Also das geht nicht. Man muss also mit einer normalen Grundfarbe drüber malen. Das zeige ich euch gleich. Der Mike von Masterrain, der hat übrigens auch ein Tutorial dazu hochgeladen. Und zwar hat er dieses Stück hier angemalt, also mit dem Tor noch mit dabei. Das ist sehr schön, hat er sehr toll gemacht. Und ich wollte aber auch die ganze Zeit eins machen. Und darum mache ich einfach ein anderes Farbschema, damit ihr das auch seht. Er hat es bläulich gemacht hier oben, die Ziegel. Ich werde das eher Terrakotta-Farben machen und also einen anderen Bemalstil. Und dann habt ihr auch was davon, sage ich jetzt mal. Außerdem nehme ich das Stück hier mit der zerstörten Mauer hier oben. Das ist auch nochmal ein bisschen anders anzumalen als das mit dem Tor. Also seht das nicht als Konkurrenz-Tutorial, sondern einfach als ergänzendes Tutorial dazu. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. So, ich werde auch ein bisschen die Zeit stoppen, um einfach mal zu sehen, wie lange ich für das Geländestück brauche. Und wichtig ist noch, ich habe das am Anfang mit einem Large Brush versucht, der hier vorne aber relativ flexibel ist. Das ist bei den Geländestücken nicht so von Vorteil. Da ist es besser, einfach so einen härteren, das ist jetzt ein Dry Brush Pinsel von Da Vinci, einen härteren Pinsel oder einen älteren Pinsel zu nehmen. Ich nehme jetzt den hier, da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und die Farbe habe ich schon ziemlich stark verdünnt im Töpfchen selbst. Von daher verdünne ich das jetzt nicht nochmal. Und ja, gehe einfach hier schon mal drüber. Da sieht man eigentlich schon direkt, der schluckt ziemlich viel Farbe. Darum, wenn es nicht verdünnt gewesen wäre, würde ich gar nicht so weit kommen. So, ja, damit male ich hier komplett das Mauerstück hier an. Die Uhr läuft natürlich weiter. So, je nachdem wie ordentlich mir das gemacht hat. Also ich habe es relativ ordentlich gemacht, von hier unten auch ein bisschen bemalt, damit es hier an den Rändern nicht irgendwelche weißen Blitzer gibt. Und wenn man relativ feucht bemalt, nass bemalt, dann bildet sich manchmal hier auch ein bisschen Schaum. Und dann kann es sein, dass die Farbe nicht ganz in die Vertiefung reinkommt. Und ich habe es halt relativ genau gemacht. Und je nachdem, wie genau man macht, braucht man so zwischen 3 und 3,5 Minuten dafür. Und für so ein kleineres Stück braucht man eigentlich nur eine Minute. Jetzt nur hier, um diese Grundfarbe aufzutragen, von unten auch. Und es ist immer sinnvoll, gleich mehrere auf einmal in der gleichen Farbe anzumalen. Dann hat man dafür relativ schnell ein Gefühl, wie es geht, worauf man achten muss. Und ja, dann geht es einfach schneller. So, der nächste Schritt ist das Malen der Ziegel hier oben mit Joker Aero Orange. Das ist relativ verdünnt auch. Und da gehen wir dann einfach hier so drüber. Ups, das war schlecht. Muss ich aber auch mal zeigen. Ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Da gehen wir einfach mal nachher mit dem Bleachborn drüber. Also hier jetzt
schön vorsichtig arbeiten. Ansonsten muss man nochmal nachbessern. Und dann die Ziegel natürlich auch hier von der Seite bemalen. So sieht die Mauer schon mal ziemlich gut aus. Hat was von Urlaub. Und als nächstes malen wir mal hier die Bruchsteine mit Xanthridast an, ein paar. Und das andere, die anderen, die malen wir mit Hobbyline Cray an. So, jetzt könnten wir eigentlich denken, naja gut, die Steine sehen ja fast genauso aus, die Farbe wie die, aber es ist noch ein bisschen dunkler. Ja, so sieht man es eigentlich. So ruhig abwechselnd. Da oben ein paar. Die Vertiefung auch ruhig mit anmalen. Und hier oben natürlich auch nicht vergessen. Die anderen restlichen Steine malen wir mit Hobbyline grau an. Das bringt dann ein bisschen Abwechslung. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Hier oben auch anmalen. Und in Vertiefung auch. Das lassen wir jetzt alles gut trocknen und dann kommt der nächste Schritt. Wenn alles gut getrocknet ist, nehmen wir mein sehr beliebtes Grü von Sepia. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Ich muss nachher noch ein neues aufmachen. Man sollte auch immer mehrere davon haben. Schüttelt es gut und nimmt dann ein Push Brush und tunkt den komplett gut ein in das Grün von Sepia und dann streicht man einfach hier drüber. Da muss man ein bisschen mehr nehmen, weil trotz der Farbe saugt das immer noch ganz gut. Man muss aber auch nicht, ja, kann. Wenn wir natürlich sehr, wie soll ich das ausdrücken, wenn man eine sehr starke Akzentuierung will, muss man viel Farbe nehmen. Man kann aber auch ein bisschen weniger nehmen, wie jetzt hier. Das würde ja eigentlich auch schon reichen. Also kann man ein bisschen ab und zu geben. Man kann es natürlich, so sieht es jetzt ein bisschen voller aus. Man kann es aber auch weiter verstreichen, sodass der Effekt nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Reicht eigentlich aus meiner Sicht auch. Hier unten auch. Und über die Steine gucken wir jetzt einfach mal, wie das hier oben aussieht. Ob das in Ordnung ist. Wenn nicht, müssen wir da uns noch was anderes überlegen. Wo es zu viel ist, nehmen wir es weg und streichen es hier hinten noch. So. Und das gleiche machen wir natürlich hier oben auch. So, schön, dass es hier in die Ritzen auch reinläuft. Also hier können wir ruhig ein bisschen mehr nehmen, hier gerade auch bei den Ritzen. Und da sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Da noch, das ist ein bisschen viel. Das verstreichen wir jetzt hier oben noch. Und auf der anderen Seite machen wir es genauso.
und dann zeige ich es euch gleich nochmal. So, wenn das alles getrocknet ist, sieht es so aus. Und aus meiner Sicht ist es jetzt eigentlich schon fertig. Wer will, kann nochmal mit Tyrant Skull drüber brushen. Dann ist es ein ganz kleines bisschen heller. Das sieht man hier unten. Das habe ich jetzt nochmal gebrusht. Das obere nicht. Weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Man sieht es. Ist ein bisschen deutlicher, die Struktur. Aber wer nicht will, der muss nicht. Ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall auch ganz großen Lob an Masterain, an den Mike, an den Michael. Der hat also hier die Mauern echt sehr schön gestaltet. Also hier gerade dieser Putz, der kommt hier richtig gut raus und das ist super einfach zu bemalen. Hier oben die Ziegelsteine sind auch super. Gefällt mir sehr gut. Das zeige ich mal ganz kurz. Also, das ist eine Tri-Farbe, Tyrant Skull. Habe ich jetzt hier mit dem Pinsel schon gemacht. Zeige ich auch ganz kurz immer, die Farbe ist ganz trocken. Da muss man aber trotzdem immer mal einen Tropfen vielleicht im Monat reintun, damit die nicht komplett austrocknet. Reinträufeln, nicht tun. So, und dann hier den Rest abstreichen. So, und dann gut festhalten. Und dann kann man hier drüber gehen. Da sieht man, wenn man fest aufdrückt, hier die Akzentuierung. Aber viel passiert da nicht. Also das muss jeder selbst wissen, ob er es macht oder nicht. Kann man natürlich nochmal machen. Verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. So, jetzt noch einfach mal hier zum Vergleich. Hier habe ich die Steine ein bisschen anders gemacht. Gefällt mir aber nicht so gut. Wem es besser gefällt, kann es natürlich auch so machen. Und zwar habe ich die unteren Steine mit Grau angemalt und mit Braun und dann gewuscht, aber mit Nullen Oil und das Braune mit Acrax Earthshade. Da sind die aber extrem viel dunkler geworden. Danach habe ich es nochmal gebrushed und dann kommt halt die Struktur so raus. Ich finde irgendwie das besser, das untere. Das werde ich also nochmal hier ummalen, weil es gefällt mir einfach so besser. Das sind hier nicht so dominant, die Steine. Dann noch ein anderer Versuch, eine kleine andere Farbgebung. Und zwar das linke hier ist mit Acrax Earthshade gewascht und das dann mit Grün von Sepia. Da wird mir direkt dunkler und so ja, sieht halt der Unterschied halt aus. Wem das linke gefällt, der sollte also alles mit Acrax Earthshade waschen. Ich finde das hier irgendwie, ja, gefällt mir besser. Also kommt drauf an, wie man es einsetzen will. Das ist eher so mediterran. Das da könnte dunkles Mittelalter sein. Also ich will aber meine Gebäude mal im mediterranen Stil aufbauen. Dann zeige ich euch noch ganz kurz, wie ich die hier male. Und zwar mit Graveyard Earth und Large Brush. Einfach komplett malen. Ja, es war ein bisschen wenig Farbe und zu unverdünnt. Müsste eigentlich noch ein bisschen dünner sein. Muss ich mal ein paar Tropfen reinmachen. Sonst ist es echt schwierig zu malen. Also mehr Wasser rein. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt ein anderes genommen. Das ist schon getrocknet. Und dann nimmt man Acrax Earthshade. Gut schütteln. Ein Wash Brush. Und dann geht man hier einfach cool drüber. Dann läuft das vor schön in die Holzverzierung rein. Auch sehr schön gemacht. Sieht aus wie echtes Holz. Und wenn das dann getrocknet ist, sieht es so aus. Und, ach ja, genau, hier diese Streben, die Metallteile, die habe ich natürlich noch mit Chainmail angemalt. Und da ist man mit dem Wash auch einfach drüber gegangen. Und hier sehe ich jetzt gerade noch, da ist noch eine weiße Stelle. Da kann man mit dem Wash auch drüber gehen. Da geht es dann auch. So, wenn das dann getrocknet ist, geht's weiter. Was darf noch eine?
So, nachdem das dann gut getrocknet ist, sieht es so aus. Und jetzt gehen wir mit der Grundfarbe, nämlich Graveyard Earth und einem Trockenbürstpinsel. Gehen wir jetzt einfach, der ist jetzt schon schön, geh mal kurz her. Hier ein bisschen ausgedrückt. Da gehen wir jetzt hier ganz locker drüber. Am besten nur in eine Richtung. Und jetzt sieht man schon schön, dass das Holz schöne Konturen hat. Genau, und das mache ich von oben auch. Von der Seite. Und von hier auch müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auf die Beschläge drüber brushen. Das war es eigentlich schon. Wer jetzt Lust hat, kann jetzt hier nochmal ein bisschen Weiß drunter mischen oder einen helleren Braunton nehmen. Ich finde das aber so völlig in Ordnung. Ist halt älteres Holz. Dunkles Holz. Warum das auch? So, ich bin jetzt mal hier im Keller und habe mal die ganzen Mauern aufgebaut auf meinem Spielfeld. Und hier seht ihr, habe ich jetzt einfach mal ein selbstgebautes Kornfeld genommen und habe das hier mit diesem coolen, mediterran aussehenden Zaun einfach umgeben. Passt farblich wunderbar zum Kornfeld und auch so zur Spielplatte. Passt schön zu den Brauntönen hier auf dem Tisch. Und ist von der Größe auch genau richtig. Sieht man jetzt hier an den Wolfsreitern, die hier durch die Bresche springen. Also gefällt mir super gut. Und es sind auch genug Stücke da. Hier gerade mit den Eckstücken. Hier. Und auch ein paar große Stücke. Ein paar kleine. Wo haben wir die kleinen? Hier ist ein kleines mit dem Tor. Also kann man sehr modular das Spielfeld einfach aufbauen. Ich habe jetzt hier, das da ist der, einfach mal als Vergleich, der Zaun- und Mauer-Geländebausatz von Games Workshop. Die haben zum Beispiel nicht so Eckteile und darum habe ich einfach mal hier so ein Eckteil mit dazugestellt und hier auf der Seite auch. Den Rest habe ich hier noch dazugestellt. Jo, sehr gut gefallen mir jetzt auch die Brechen, also hier die kaputten Mauerstücke, sind jetzt sehr schön geworden aus meiner Sicht. Jo, und das war es eigentlich auch schon. Also Daumen hoch auf jeden Fall, geht super einfach zu bemalen und sieht auf dem Schlachtfeld dann nachher super gut aus. Und das war es auch schon. Ich würde mich freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.
Wow.